Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein bisschen was anderes wieder. Heute habe ich einen kleinen Tipp für euch für den E39. Beziehungsweise wir versuchen was im Internet steht. Ihr wisst, viele Sachen stehen im Internet, die nicht funktionieren. Ich würde es gerne testen. Und zwar geht es hier um die Wischerdüsen. Wischerdüsen beim E39 sind grauenhaft. Sie sind sehr punktuell. Könnt ihr hier sehen. Das ist absolut grauenhaft meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn ihr schneller fahrt auf der Autobahn, dann neigt sich der Strahl nach unten und ihr könnt quasi nichts mehr sauber machen, außer ihr stellt sie relativ hoch von vornherein. Ist immer so ein Spiel zwischen zu hoch und zu niedrig bei Wind. Aber die Lösung für das Problem haben wir im Stream festgestellt. Und zwar habe ich mal gegoogelt, ob es vielleicht von Nachfolgemodellen oder anderen Modellen halt so Fächerdüsen gibt. Kennt ihr ja bei den neuen Fahrzeugen, haben alles Fächerdüsen. Meistens sogar am Scheibenwischer selber. Gut, das geht hier ja nicht. Ich habe jetzt welche gefunden von Ford. Die gibt es tatsächlich sogar beheizt. Die sind nur weitaus teurer. Ich packe euch beide unten in die Beschreibung. Es gibt auch Nachbau davon. Ihr müsst nicht original Ford nehmen. Ich habe beides hier bestellt. Ich habe hier einmal Ford. Also in dem Fall habe ich hier Zubehör von Metzger. Das sind auch nicht beheizbare, so wie die von Ford. Ich habe bei mir ja sowieso die beheizbare Funktion ausgeschaltet. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dadurch, dass ihr da Fehler bekommen könnt mit dem Außentemperatursensor. Wenn der Fehler wirft, dann werden die beheizbaren Wischerdüsen angesteuert die ganze Zeit. Ja, und dadurch gibt es Fehler. Also wenn ihr das machen wollt, bitte. Ich habe sie abgeklemmt, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt auch genug Berichte darüber, so könnt ihr euch auch mal durchlesen. Ich verlinke euch beide, die originalen sowie die billigen. Ich kann euch ja gerne auch die beheizten raussuchen, wenn ihr die unbedingt wollt. Für die Vollständigkeitshaber kann ich natürlich verstehen. Kann ich auch unten reinpacken, sind nur weitaus teurer, wirklich. Also die sind, glaube ich, pro Stück genauso viel wie die originalen zu zweit kosten, glaube ich, pro Stück. Also das ist nicht billig. Aber wir werden jetzt testen, wir werden die Nachbau, beziehungsweise die nicht Nachbau, sondern Zubehör, gegen Originale, beziehungsweise gegen Original BMW beide testen. So, der Einbau ist eigentlich relativ easy. Hier müssen wir jetzt nur die Schläuche ändern, weil wir haben hier pro Düse zwei Anschlüsse. Und in der neuen haben wir nur einen Anschluss an der Düse selber. So, nur gucken, ob die jetzt passt. Deswegen würde ich erst mal sagen, wir machen die raus und gucken, ob die da reingeht. Wenn ja, dann bauen wir das um. Wenn nicht, dann nicht. So, dann ziehen wir mal die Schläuche hier ab. Das sollte eigentlich recht einfach gehen. Ja, da kommen die auch schon raus. Ja, hier ist der Schlauch unten lose. Und hier ist halt auch das Kabel dran für die Beheizung. Einfach zack. So, und jetzt geht das Ganze nach oben raus. So. Das sieht schon ganz gut aus. Oben über die Motorhaube greifen. Und das Ganze einfach so rausziehen, dass ihr die jetzt so habt. Jetzt müssen wir gucken, ob die neue passt. Die passt tatsächlich. Ihr seht, das ist hier drinne. Der Schlauch geht jetzt nicht hier drauf. Der hier, aber der würde drauf gehen. Ja. Das heißt, passen tun sie schon mal. Und sind auch mega fest. Also die sind richtig eingeklackt. Müsstet ihr eigentlich gehört haben. Von außen sieht das Ganze so aus. Eigentlich ziemlich sauber drinne. Gegenüber die andere. Ist eigentlich genauso gut. Ich würde sagen, die sitzt sogar ein bisschen besser, wobei die ein bisschen schmaler ist als die originale. Hier mal zum Vergleich, das ist die originale BMW. Ihr seht, wie breit die ist. Und hier ist die direkt nebeneinander. Ist hier auf jeden Fall schon ein Stückchen schmaler, ne? Aber der Kopf ist identisch sehr wahrscheinlich. Also die sind zwar ein bisschen länger, aber das macht vom Befestigungspunkt nichts. Also die sind nur generell ein bisschen länger. Aber wie gesagt, das macht nichts, die geht so rein, ohne Probleme. Der fummeligste Part wird jetzt sein, hier das Y-Stück rauszumachen, weil das hier sich hinter verbirgt. Das ist ein bisschen tricky. Warum auch immer da zwei Y-Stücke sind. Warte mal, da gehen auch zwei Schläuche hin. Das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen fummelig. Wenn ihr die Intensivreinigung habt, habt ihr nämlich zwei Schläuche, die nach oben gehen. So, in meinem Fall ist es gar nicht so einfach tatsächlich zu realisieren, die alte Düse zu verwenden, weil die ja zwei Öffnungen hat und die neue nur eine. Es ist auch ein bisschen rumgefuscht worden da bei mir im Auto, deswegen habe ich das Ganze jetzt komplett rausgerissen, nochmal neu verlegt und auch nur einen Schlauch verlegt.
Das Problem ist jetzt, dass die eine Düse offen steht. Das heißt, sehr wahrscheinlich fehlt der anderen jetzt ein bisschen Druck. Nehmt das bitte in eure Bewertung auf. Und die Motorhaube ist nicht ganz zu. Also wenn die jetzt ein bisschen zu weit unten stehen, wisst ihr, woran das liegt. Aber ich zeige euch trotzdem jetzt, wie das aussieht. Die neue, also die Original Ford gegenüber die originale BMW. Und dann machen wir die Metzger rein. Und dann sollte das auch generell ein bisschen besser aussehen, wegen dem Druck alleine schon. Weil dann eine Seite natürlich nicht offen ist. Trotzdem zeige ich es euch, aber bitte bedenkt, Motorhaube nicht ganz zu. Weil die Schläuche noch so komisch liegen, deswegen habe ich die ganz zugemacht. Und die eine Düse ist halt nur provisorisch dran, ne? Die originale, weil halt ein Schlauch fehlt. Ich zeige es euch trotzdem. Sollte klar sein, auf welcher Seite welche ist, ne? Hier rechts die Ford, links hier Original BMW. Jetzt tausche ich die noch aus zu der originalen Nachbau bzw. Zubehör von Metzger, die. Dann werden wir sehen, wie das aussieht. So, jetzt Metzger auf der linken Seite, Original Ford auf der rechten Seite. Einzige, was mir noch nicht gefällt, das zeige ich euch gleich, ist die Gummidichtung ist bei der Metzger jetzt ein bisschen anders. Auch die Form von der Düse selber ist ein bisschen anders, passt aber trotzdem. Ich denke mal, ihr habt den Unterschied gesehen. Jetzt mache ich hier auch die Original Ford rein, auf die linke Seite. Denn das sieht wirklich tatsächlich ziemlich anders aus. Auch das Sprühbild habt ihr gesehen, ist ziemlich weit unten. Mal hier von nahem, wie die Düse aussieht. Die Dichtung ist hier nicht gerade perfekt, finde ich. Richtig kacke eigentlich. Auf der anderen Seite ist sie natürlich richtig gut. Also da ist schon ein kleiner Unterschied. Und die ist nicht so hoch wie die. Also die wirkt für mich niedriger als die. So, jetzt ist links auch die von Ford drinne, so wie rechts. Beide auch richtig drin, so wie ich das jetzt sehen kann. Und die sehen tatsächlich beide gleich aus. Ich sage nicht, dass ihr die Zubehör nicht kaufen sollt. Kauft nur nicht zwei verschiedene. Kauft definitiv zwei die gleichen. Weil dann habt ihr das Problem natürlich nicht. Ob wir die jetzt gleich noch einstellen müssen oder können, weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, da muss ich nochmal nachgucken. Aber vielleicht einen Ticken höher müssten sie schon tatsächlich. Aber gucken wir uns erstmal das Sprühbild an. Ich würde sagen, das Ergebnis spricht für sich, oder? Ich denke mal, ihr könntet das erkennen. Das Ergebnis ist eigentlich super. Was mir nicht gefällt, ist, ihr seht, dass sie da natürlich Wischwasser hinterlassen und das Ganze natürlich dann runterläuft und nicht so schön aussieht. Wie gesagt, das ist die Frage, ob man die jetzt einstellen kann. Ich würde die auf jeden Fall einen Ticken höher stellen, aber nicht viel, nur minimal. Ich google das mal, weil da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, ob man die einstellen kann. Ich hoffe es, ansonsten ist es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil das funktioniert schon sehr nice. Ich habe mir zwei, drei Forumbeiträge angeguckt. Scheinbar kann man die nicht einstellen. Die von Metzger, jetzt habe ich mir jetzt mal genauer angeguckt. Die sieht auch ein bisschen anders aus tatsächlich. Also auch von vorne so, im Gegensatz zu den Originalen. Also die von Ford selber. Ich weiß nicht, ob ich ganz klar die hier ausschließen würde. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die auf jeden Fall tiefer im Sprühbild als die, die jetzt drin sind. Und die fand ich schon zu tief, aber ich muss dazu sagen, was ich jetzt gegoogelt habe, ist, dass alle Ford-Fahrer, also in dem Fall ist es vom Ford Mondeo 4, vom Focus 3 und vom C-Max, glaube ich, sind das die Wischerdüsen. Und die beschweren sich auch, dass sie zu tief sind, wobei das ist auch ein persönliches Empfinden ist. Ich würde jetzt gerne wissen, wie sich das bei Geschwindigkeit verhält, aber ich würde trotzdem sagen, dass sie weitaus besser sind als die Originalen. Es kann aber auch sein, dass vom Nachfolgermodell vom E39 die sogar passen. Da müsste ich mal nachrecherchieren, ob das tatsächlich der Fall ist. Das ist das Erste, was ich gefunden habe mit den Ford-Düsen. Deswegen wollte ich sie testen. Die passen tatsächlich. Also die sind von der Breite her genau dasselbe. Von der Länge her. Von der Breite nicht ganz, passen aber komplett übers Loch. Also, ja, man sieht jetzt nicht, dass das andere sind. Also kein Mensch würde erkennen, dass das falsche Düsen sind. Was ich jetzt vergessen habe, noch dran zu machen, sind diese
diese 90-Grad-Dinger hier, die habe ich jetzt vergessen dran zu machen. Habe die auch vergessen, hier abzumachen tatsächlich. Ich hätte die einfach von denen abmachen können. Habe ich total vergessen. Ich wollte überlegen, hey, holst du noch so 90-Grad-Dinger? Wollte ich eben noch zu euch sagen. Und dann ist mir gerade eingefallen, wo ich die abgemacht habe hier, dass ich die einfach hier abmachen hätte können. Gut, habe ich jetzt vergessen. Ist aber nicht schlimm, funktioniert trotzdem. Bei mir war das Ganze natürlich noch ein bisschen verbauter, das Ganze. Und ist ein bisschen, verfuscht worden vom Vorbesitzer. Ich denke einfach mal, dass die das ersetzt haben, was kaputt gegangen ist. Und haben es halt einfach nicht richtig ersetzt, ganz einfach. Es hat bis jetzt immer funktioniert. Ich habe nie mich drum gekümmert, tatsächlich. Und es hat halt immer funktioniert, also war es jetzt auch nicht so schlimm. Einzige Nachteil ist, dass eine von den beiden Düsen, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, die wurde eingeklebt. Sehr wahrscheinlich, weil halt der Haken hinten weggebrochen ist zum Halten der Düse. Haben die hinten so viel Kleber drauf gemacht, dass sie das einfach komplett eingeklebt haben. Was natürlich halt auch ein absolutes No-Go ist. Ich denke auch nicht, dass die Originalen so viel kosten werden hier. Aber ich denke, das ist eine coole Alternative. Die Originalen auf jeden Fall weitaus besser als die von Metzger, würde ich jetzt einfach behaupten. Könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Ich verlinke euch beide, so wie die beheizte Variante davon. Ich weiß wohl nicht, ob es Beheizbare von Metzger gibt. Die ich jetzt bestellt habe, waren auch nicht gelabelt. Also da stand einfach nur Wischerdüsen. Da stand nicht von welchem Hersteller. Ich habe die einfach bestellt. Wir haben es im Stream so gesagt, ob ich die testen soll. Und ob ich die halt einfach mal No-Name bzw. Zubehör einfach testen soll gegenüber den normalen. Ich bin ziemlich überzeugt von Metzger eigentlich, weil ich zum Beispiel auch Nockenwellensensor von denen fahre. Bei BMW generell ist das immer sehr schwierig, was Sensorik angeht. Wenn das nicht original ist, funktioniert es meistens nicht richtig. Und in dem Fall habe ich halt gehofft, dass die funktionieren. No? Und siehe da, sie funktionieren. Deswegen war ich jetzt auch nicht so, beziehungsweise war überrascht, dass die jetzt so schlecht abschneiden im Gegensatz zu den Originalen. Aber nun gut, die Originalen sind in dem Fall hier besser. No? Falls ihr weitere Sachen getestet haben wollt, bezüglich Zubehör, andere Hersteller oder halt OEM, schreibt es in die Kommentare, können wir gerne machen. Ich finde das super. Vor allen Dingen, solche Upgrades machen den Wagen ja auch besser, theoretisch. Fürs Sprühbild jetzt generell finde ich mega. Also absolut geil. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Würde mich über einen Kommentar freuen, eure Meinung darüber zu hören. Vielleicht habt ihr auch sowas schon gemacht. Vielleicht in einer anderen Variante, also mit anderen Düsen oder sowas. Ne? Kann ja sein. Würde mir natürlich auch helfen. Also sprich, wenn ich zum Beispiel jetzt E60 oder ich weiß nicht, ob die E60 Düsen passen, sag ich euch ehrlich, ne? Oder halt, ob es Fächerdüsen sind, weil diese punktuellen Düsen, ich finde sie grauenhaft. Ich habe mal einmal in einem Ford Transit habe ich gesessen und habe mir das da angeguckt und es sah so gut aus, ne? Wie die ganze Scheibe einfach nass ist. Gut, da muss ich zu sagen, da waren die Düsen auch an dem Wischer selber dran. Vielleicht kann man diesen Umbau auch machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ab in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo. Tschüss.